stehen wir vor dem Umbruch der Kosmologie. Kann jetzt endlich die Expansion unseres Universums konsistent erklärt werden? Bisher gibt es zahlreiche verschiedene Werte für die Hubble-Konstante, die die Ausdehnung des Weltraums eigentlich exakt beziffern kann. Aber sie ist halt nicht exakt. Je nachdem, wie sie gemessen wird, gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zu der mysteriösen Diskrepanz. Brauchen wir also doch keine neue Physik? Klicks um Science in Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Der Umbruch würde hier allerdings bedeuten, dass ein Umbruch ausbleiben würde, denn noch rechnen viele Forschende mit einer neuen Physik hinter den unterschiedlichen Ergebnissen für die Hubble-Konstante. Und das wäre hier der Umbruch, wenn es diesen Umbruch nicht gäbe. Klingt verrückt? Ist aber so. Die Diskussionen um die sogenannte Hubble-Konstante nehmen kein Ende und je mehr Messungen gemacht werden, desto mehr unterschiedliche Ergebnisse gibt es, so scheint es. Dabei spielt sie eine entscheidende Rolle für unser Verständnis des Kosmos. Der Astronom Edwin Hubble beobachtete schon vor knapp 100 Jahren, 1928, dass sich andere Galaxien von uns wegbewegen und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Der Rückschluss daraus, das Weltall selbst ist es, was sich ausdehnt. Das Hubble-Gesetz beschreibt also vereinfacht gesagt, wie schnell die Geschwindigkeit der Galaxien mit ihrer Entfernung wächst. Oder anders formuliert, gibt sie an, mit welcher Geschwindigkeit das Universum gegenwärtig expandiert. Ein Objekt, das sich in einer Entfernung von einem Megaparsec, also 3,26 Millionen Lichtjahren, befindet, entfernt sich also allein aufgrund der Expansion des Universums mit der durch die Hubble-Konstante definierten Geschwindigkeit. Somit bildet die Hubble-Konstante nicht weniger als die Basis für unser modernes Verständnis von unserem Kosmos. Doch das Problem, die Hubble-Konstante scheint, anders als ihr Name es andeutet, gar nicht konstant zu sein, denn alle Methoden zur Messung der Hubble-Konstante führen mehr oder weniger zu unterschiedlichen Ergebnissen. Je nach Messung liegt die Hubble-Konstante mal bei 67 oder 68, mal bei 73,2. Je nachdem, was man beobachtet. Supernovae, Gravitationslinsen, Hintergrundstrahlung. In manchen Berechnungen erhält man auch ein Ergebnis, das irgendwo dazwischen liegt. Die Hubble-Konstante ist also ungleich und genau das treibt Forschungsteams weltweit in den Wahnsinn. Doch die renommierte Astronomin Wendy Freeman von der University of Chicago kommt in einer aktuellen Studie jetzt zu ganz neuen Erkenntnissen. Ihre Analyse erfolgte auf der Basis von neukalibrierten Distanzmessungen zu Sternen. In ihrer neuen Studie geht sie davon aus, dass der erbitterte Streit in der Astronomie-Community um die Hubble-Konstante bald ein Ende haben wird. Fest steht, die Messungen rund um die Hubble-Konstante sind alles andere als einfach, ganz anders als bei vielen anderen Naturkonstanten. Schließlich basieren sie auf der Entfernung anderer astronomischer Objekte und ihrer Geschwindigkeit in Bezug auf uns. Und dabei handelt es sich eben um wirklich sehr, sehr weit entfernte Objekte. Vor zwei Jahren, 2019, war ein internationales Forschungsteam auf eine Hubble-Konstante von 74,03 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec gekommen. Das ist also die Anzahl von Kilometern pro Sekunde, die die Geschwindigkeit von Objekten pro Entfernung in Megaparsec zunimmt. Ganz einfach, pro Megaparsec nimmt die Geschwindigkeit zu, und zwar in diesem Fall um 74,03 Kilometer pro Sekunde. Und das pro Megaparsec mehr Entfernung und so weiter und so fort. Also bei 2 Megaparsec wären es 2 mal 74,03 und so weiter und so fort. Und das sorgte für Aufruhr in der Astronomie, denn dieser Wert war ganze 9% mehr, als es das Weltraumteleskop Planck ermittelt hatte. Die Fachleute aber waren sich sicher, dass dieses Ergebnis auf Basis von Distanzmessungen sehr genau war. Dieselbe Methode hatten auch US-Fachleute im Jahr 2020 angewandt. Auch diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten die Entfernung zu astronomischen Objekten gemessen, um deren Fluchtgeschwindigkeit zu errechnen. Konkret geht es bei diesen Distanzmessungen um bestimmte Sterne, die sogenannten Cepheiden. Diese Sterne pulsieren. Zunächst muss deren absolute Helligkeit ermittelt werden, womit dann in einem zweiten Schritt die Entfernung ermittelt werden kann. Astronomieteams bezeichnen die Cepheiden manchmal auch als Standardkerzen, da sie
sie eben vor allem für Entfernungsbestimmungen genutzt werden, um die Hubble-Konstante genauer zu bestimmen. Man kennt halt ihre Eigenschaften sehr genau, und wenn man weiß, wie ein Objekt, das sehr weit entfernt ist, sich verhält, wie hell es zum Beispiel ist, dann kann man eben die Hubble-Konstante sehr genau ermitteln. Das Ergebnis aber auch hier ziemlich ähnlich. Die Hubble-Konstante könnte demnach bei 73,9 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec liegen. Anfang diesen Jahres dann ein neuer möglicher Wert. Forschende hatten mit Hilfe des EGG-Teleskops in Chile die kosmische Hintergrundstrahlung ermittelt. Gemeint ist damit quasi das Nachglühen des Urknalls, also die Reste des Lichts, die rund 380.000 Jahre nach der Entstehung des Universums ausgestrahlt wurden. Wie lange war dieses Licht also zur Erde unterwegs? Demnach könnte das Universum 13,77 Milliarden Jahre alt sein, bei einer Ungenauigkeit von 40 Millionen Jahren. Daraus hatte das Forschungsteam dann auch die Hubble-Konstante ermittelt, 67,6 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Ein Ergebnis, das enorm von den vorherigen Messergebnissen abweicht. Dafür aber passt es sehr gut zu den Planck-Werten, die im Jahr 2013 vorgestellt worden waren und mithilfe des ESA-Weltraumteleskops Planck erfolgt waren. Diese Planck-Analysen gelten in der Fachwelt als Goldstandard. Dennoch, die Diskussion um die Werte hält an. Was bedeuten diese Unstimmigkeiten und wie sind sie zu interpretieren? Heißt das möglicherweise, dass die beteiligten Forschungsteams bisher nicht sauber gearbeitet haben, oder brauchen wir möglicherweise eben sogar eine neue Physik? Manche Fachleute gehen genau davon aus. Demnach ist unser bisheriges physikalisches Verständnis mangelhaft und die darauf basierenden Modelle einfach noch nicht ausreichend. Somit könnten alle Messungen zur Größe und zur Ausdehnung des Universums stimmen, die Interpretation dieser Messungen dagegen nicht. Eine Studie aus dem Jahr 2019 kommt zu diesem Ergebnis. US-Fachleute hatten sich dabei das Modell des sogenannten Klanghorizonts genauer angeschaut. Demnach haben Schallwellen, die beim Urknall durch das Vermischen von Licht und Materie entstanden sind, das Universum zum Klingen gebracht. Nach dem Abkühlen der Materie nach etwa 380.000 Jahren stoppte das Klingen, denn die Schallwellen wurden abgedämpft. Doch davon blieb etwas übrig, und zwar ein eingefrorenes Wellenmuster im kosmischen Mikrowellenhintergrund, und der Klang- bzw. Schallhorizont definiert die letzten Schallwellen des Musters. Und das US-Forschungsteam ist sich sicher, dass diese aufgenommenen Klänge konkrete Ableitungen zu den Eigenschaften und Zusammensetzungen des Universums möglich machen. Doch dabei sei das bisherige Modell des Klanghorizontes zu korrigieren. Laut des US-Forschungsteams würden tatsächlich alle Studien stimmig sein, wenn man die Größe des Klanghorizonts verkleinern würde. Eine Erklärung könnte sein, dass das sehr junge Universum deutlich schneller expandiert ist, als wir es bisher annehmen. Dann wäre es vereinfacht gesagt auch schneller abgekühlt und der Klanghorizont wäre früher eingefroren und somit auch kleiner als in den bisherigen Modellen angenommen. Ein noch verborgenes Geheimnis unseres Universums, also vielleicht sogar eine Art neuer Zutat im dunklen Sektor. Und eine solche Lösung zeichnet sich jetzt auch für die Hubble-Konstante ab. Die kanadische Wissenschaftlerin Wendy Freeman hat die Hubble-Konstante seit vielen Jahren im Blick und kommt jetzt zu einer ganz neuen Erkenntnis. Sie geht nicht davon aus, dass eine neue Physik notwendig ist. Stattdessen ist sie sich sicher, dass sich die bislang ermittelten Diskrepanzen rund um die Hubble-Konstante in der nächsten Zeit klären werden. Ihre Forschung basiert vor allem auf einer neuen Methode namens Tip of the Red Giant Branch, kurz TRGB. Es handelt sich um eine neu kalibrierte Distanzmessung von Sternen. Dabei geht es um bestimmte Eigenschaften von roten Riesensternen. Damit kommt sie auf einen Wert von 69,8 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec und fällt damit genau zwischen die anderen aktuell ermittelten Werte, die mit den beiden anderen Methoden ermittelt worden waren. Dazu sagt die Astronomin: Ich wollte mir sowohl die Cepheiden als auch die roten Riesen genau ansehen. Ich kenne ihre Stärken und Schwächen gut. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir keine fundamental neue Physik brauchen. Wow! Ihr Ergebnis also ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Lücke bald schließen wird, so das Fazit von Wendy Freeman und ihrem Forschungsteam. Einen möglichen Fehler in bisherigen Messungen sieht sie darin, dass die Cepheidensterne rauschen und somit kompliziert zu vermessen seien. Hier könnten sich möglicherweise systematische Fehler verstecken, die aber durch eine bessere Datenlage aufzudecken seien. Bessere Daten erhoffen sich die Fachleute unter anderem durch das Weltraumteleskop James Webb, das im
diesem Jahr 2021 starten soll. Das würde sowieso eine ganz besondere Geschichte. Wendy Freeman und ihr Team haben sich dafür Beobachtungszeit gesichert. So wollen sie die roten Riesen und Cepheiden noch einmal genauer vermessen, denn das James-Webb-Teleskop hat eine unglaublich riesige Auflösung. Viel feiner kann sie Details im Weltraum ermitteln als das Hubble-Teleskop und andere Teleskope. Wir werden also viel tiefer in den Weltraum sehen können und für die Hubble-Konstante könnte das wirklich Konsequenzen haben. So könnte sich die Diskrepanz bezüglich der Hubble-Konstante also schon bald schließen. Dabei schließt die Astronomin aber keinesfalls eine neue Physik aus. Doch selbst wenn dies doch nicht der Fall wäre, Freeman betont noch einmal eindrücklich, dass auch die Bestätigung des Standardmodells der Kosmologie ein entscheidender Schritt sei. Also der Bestätigung eines homogenen und isotropen Weltraumes, der also egal an welchem Punkt man sich befindet und egal in welche Richtung man schaut, ist das Weltall, ist das Universum immer gleich. Das gilt nicht für kleine Entfernungen, wie man am Sternenhimmel sieht, aber für große Entfernungen. Vereinfacht, das Universum ist eine trübe Suppe, die überall gleich trüb ist. Dazu Wendy Freeman. Es gibt noch Raum für neue Physik, aber selbst wenn nicht, würde dies zeigen, dass das Standardmodell, das wir haben, grundsätzlich richtig ist. Auch das wäre eine tiefgreifende Schlussfolgerung. Das ist das Interessante an der Wissenschaft. Wir kennen die Antworten nicht im Voraus. Es ist eine wirklich aufregende Zeit, mit dabei zu sein. Das Ganze ist wirklich ein riesen Ding für die Wissenschaft. In diesem Video habe ich das nochmal genauer unter die Lupe genommen. Die große Hubble-Krise. Ist das Universum ganz anders, als wir denken? Anklicken, anschauen und abonnieren. Einfach auf den Button unter jedem Video klicken. Das ist kostenlos und macht schlau. Bis dann. Bleibt dran.